The Rock, einer der erfolgreichsten Schauspieler weltweit, ehemaliger Profi-Wrestler und natürlich eine absolute Maschine im Gym. Jeder sollte ihn kennen, genauso wie seine Morgenroutine, denn die, meine Lieben, ist definitiv nichts für schwache Nerven. Nee. Wer macht diese Scheiße freiwillig eigentlich? We are ready. Mehr oder weniger. Die erste Sache, die The Rock um diese Uhrzeit macht, ist Cardio. Und das ist wirklich das Letzte, was ich jemals machen würde um diese Uhrzeit. Ja, liebe Kimi, gell? Du musst jetzt nicht wie ich laufen gehen. Wieso, was sagen? Nee, die Band jetzt weiter. Band so oder so den ganzen Tag, also ablaufen. Okay, Jungs, 5 Minuten drinnen. Digga, ich sag's dir, es ist anstrengend, fuck. Aber es ist angenehm und es macht einen so munter, Alter. Und The Rock auf jeden Fall macht dieses Cardio, um seine Muskeln zu aktivieren. Ich glaube einfach eher, damit er wach wird, damit sein Körper aktiv wird. Weil später müssen wir auch noch pumpen, Digga. Nee. Das ist nichts für mich. Hier ist ein Klo. Das werde ich jetzt benutzen. Oder auch nicht. Aber nicht gehen. Laufen. Komm. Du Wichser, Digga. Du Wichser. Los jetzt. Oh, meine Beine. Ich hätte nicht Beine trainieren müssen dürfen gestern. Wir sind jetzt circa 10, 12 Minuten gelaufen. Es ist weniger anstrengend als gedacht, aber ich habe das Gefühl, dass meine Beine irgendwie gefühlt reißen. Ich weiß nicht warum, weil es geht auch ein bisschen bergauf die ganze Zeit. Nach seiner Cardio-Einheit ist The Rock immer ein reichhaltiges Frühstück. Aber ja, ich hatte nicht zu Hause, deswegen musste ich mir was holen. Das Einzige, was jetzt noch offen hat, ich glaube, ihr wisst, wie der Laden heißt oder was für ein Laden. Und wir sind gerade am Weg dorthin. Haben Sie schon Frühstück? Frühstück erst ab 6 Uhr. Einmal bitte einen Cheeseburger und 6er Chicken McNuggets. Und ein Cola Zero. Kennen Sie The Rock? Ja. Feiern Sie ihn? Der erste Bissen ist der beste Bissen, meine Lieben. So regenerieren wir recht gut den Morning Run, bevor wir uns dann im Gym abrackern. Wir haben 2 Colas bestellt. Ein Cola Zero und ein Non-Cola Zero. Und ich hoffe, dass ich das Zero erwischt habe. That's the way, aha, aha, I like it. Wie heißt es so schön? Wer den Morgen gewinnt, gewinnt den Tag. Wir sind hier im, keine bezahlte Werbung übrigens, wir sind hier jetzt im Gym. Und es hat tatsächlich offen. Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so früh trainiert habe. Dementsprechend, ich weiß nicht, was das für ein Workout wird. Also ich muss sagen, McDonald's Essen liegt mir anders im Magen. Nicht optimal vor dem Training. Das haben wir auf jeden Fall jetzt heute gelernt. Bam, okay. Schwächer sind wir auf jeden Fall um diese Uhrzeit auch. Holy shit. Digga, die Gewichte fühlen sich an wie, keine Ahnung. Ich habe gerade verdammt nochmal, wie viel waren das? 20 Kilo pro Seite gemacht. Das fühlt sich an wie das Dreifache. Ich muss ehrlich sagen, die Müdigkeit kickt gerade schon rein. Das ist nicht ohne. So früh trainieren, generell so früh einfach aufstehen. Alter, holy shit. Ich muss sagen, um die Uhrzeit, ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, es fällt mir so schwer, fokussiert mich in den Muskel hineinzufühlen und wirklich die Zielmuskulatur zu treffen. Gleich spür schon, aber ich bin lang nicht pumped oder irgendwas. Ah, so. Mittlerweile sind wir eigentlich bei meinem entspannten Part angekommen und zwar. Boah, der ist stark. Gibt's ein bisschen News lesen? Beziehungsweise, ich weiß nicht, da steht gefühlt eigentlich nur Scheiße drin. Ich lese nie die Nachrichten, aber The Rock anscheinend liest, beziehungsweise datet sich ab mit gewissen Nachrichten, die er halt in der Früh konsumiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es Zeitung ist. Wir haben jetzt hier die Zeitung. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich trinke nicht oft Kaffee, aber so ab und zu, muss ich sagen, kann man schon mal machen. Ich weiß noch, früher nie gefeiert, aber jetzt, wisst Bescheid, Kaffee, nicht schlecht, kann man schon mal machen. Prost.
Am Weg zum Morning Walk hat uns dann auch die Sonne begrüßt. Wir sind beim Morning Walk angelangt. Ah, das ist schon angenehm, muss ich sagen. Wir haben uns jetzt eine geile Kulisse rausgesucht, werden da jetzt ein paar Schritte machen, ein bisschen walken, nachdem wir uns den Kaffee gegönnt haben und werden einfach mal den Moment appreciaten und ja, einfach mal für das dankbar sein, was wir haben, meine Lieben, und dennoch natürlich unseren Zielen weiterarbeiten, Vollgas geben. Und an der Stelle, ich habe einiges geplant in Zukunft, meine Lieben. Einiges, das will ich einfach kurz hier sagen. Und ich arbeite hart dafür. Genau dasselbe solltet ihr auch machen, Freunde. Chase your dreams und lasst euch von niemandem unterkriegen. Arbeitet an euch selbst. Ihr könnt alles schaffen, ohne Witz. Genauso wie der Rock, Digga. Der Typ ist einfach eine fucking Maschine. Deswegen wollte ich auch heute seine Morgenroutine ausprobieren, die nicht ohne es, wie ihr gesehen habt. Morgen. Boah, Digga, das ist schon geil gerade. Wir werden hier jetzt den Morning Walk schön genießen. Okay, ich bin ehrlich mit euch, ich habe gerade gefühlt den dicksten Nap gemacht, den ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe. Aber es war so verdammt nötig, Alter. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ohne Witz. Ich bin im Stehen fast eingepennt, ich sag's euch, wie es ist. Danach gab es erstmal einen dicken, fetten Trainingsbooster. Und zwar gibt's eine dicke, fette Portion Booster. Nicht irgendeiner, sondern Goat, ihr wisst Bescheid. Pump Matrix und Focus Matrix, das heißt 2-in-1, meine Lieben, das wird sich jetzt reingehauen. Und ja, dann bin ich in die zweite Session des Tages. Und nach dem Training, seht selbst, was passiert ist. Dieses Bild hat meine Mutter von mir, während ich zum gefühlt 10. Mal heute eingepennt bin, gemacht. Alter, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht. Für mich ist diese Morgenroutine definitiv nichts. Und ich würde sie niemals, beziehungsweise könnte sie niemals auf lange Sicht durchziehen. Aber ja, wie ist das bei euch? Gebt mir da Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, peace out.